Gott, ey, habe ich schlecht geschlafen. Muss erstmal ins Programm reingucken, ey. Okay. Hab mich völlig vertan, ey. Wir haben ja schon Samstag. Das heißt, ich gehe jetzt in den Wald, fäll mal ein paar Bäume. Ja. Da hat er mir ja noch Herbizide hingestellt. Oh, schickes Ding, ey. Schickes Teil. Habe ich ja noch gar nicht so wahrgenommen, dass sie das hier. Schön, schöner Kanister, ey. So, aber ich hatte gesagt, ich fahre mit dem Auto in den Wald. Gott, ist das toll. Das riecht noch so neu. Hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Servus. Du hast noch eine Rechnung bei mir. Wegen was? Wegen der Amazone, den A Mercedes und den Gabelstapler. Ja, wie viel ist denn das? An mich musst du noch 46.000 überweisen. Mit Steuer. Mit Steuern schon inbegriffen, ja. 46. Ja. Gut, überweise ich dir gleich. Jo. Gut, danke. Ciao. Ciao. Piep. So, jetzt ist genau das passiert. Ich hatte es ja, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß es nicht mehr, oder Dienstag, hatte ich es ja schon angekündigt und hatte gesagt, hey, ich muss ja eigentlich dafür noch Steuer- und Gewinnbeteiligung an den Neumann zahlen. Ja, jetzt ist es passiert. Jetzt ist es ihm wieder eingefallen. Mist. 46.000, das heißt, ich komme runter auf 289. Das heißt, im Umkehrschluss, ich habe nicht genügend Geld, um die Rechnung nächste Woche zu bezahlen. Ah. Das heißt, ich muss nächste Woche nochmal ganz schnell irgendwie Geld auftreiben. Und dann habe ich ja auch noch nächste Woche, muss ich auch noch Steuer zahlen. Ei, ei, ei. Habe ich mich jetzt verspekuliert, indem ich so viel Geld investiert habe? Könnte man jetzt natürlich meinen, ne?
Ja, entweder. Ich bin gar nicht dran. Entweder ich werde dann nächste Woche nochmal schnell Eier verkaufen gehen. Oder müssen. Eier verkaufen müssen, nicht wollen. Oder nochmal Elefantengras. Das muss ich aber dann noch mal gucken. Also warte, ich muss die 46 überweisen. Ich habe mich noch gefreut, dass es vergessen hat. Zu früh gefreut. Naja, wir werden das trotzdem irgendwie hinschaukeln. Im Notfall verkaufen wir einfach den Harvester. Der Harvester ist sowieso meistens totes Kapital. Der war teuer damals, ne?
So. Harvester heißt natürlich immer ein bisschen mehr Konzentration wie sonst. Verletzungsgefahr viel höher. Muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Aber ich komme ziemlich gut mit dem Teil inzwischen klar. Dann ist es nämlich alles schon vorbereitet für nächste Woche, wenn der neue Traktor kommt. Halt. Hat der Gang geklemmt. Ein bisschen von den Fichten hier. Ja, die sind so schön gerade gewachsen, ey. Gutes Bauholz eigentlich.
Oh, da sind aber gerade viele Fichten, ey. Da stehen noch welche. Nehmen wir erstmal die Fichten weg. So. Ich könnte auch mal bei der Kartenproduktion nachher noch kurz vorbeischauen. Bevor wir zu den Blaubeeren fahren. So, ich glaube, an die hier hinten komme ich nicht mehr dran.
Gut, liebe Leute, dann war es das aber auch von der heutigen Folge Real Farming. Ich werde jetzt den. Warte, ich gucke mal, ob der eine Baum da hinten geht. Den machen wir noch. Und vielleicht den einen, der da auch nochmal so einzeln steht. Ich glaube, da sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Und der geht auch noch. Dann nehmen wir den auch noch mit. Wäre ja doof, wenn ich Nein sagen würde. Oh. Da sagen wir doch nicht Nein zu, das bisschen Holz. So, aber jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.